Der Auftritt der deutschen Fußballer nach dem Bekanntwerden der Finanzmisere war engagiert, aber nur wenig erfolgreich. Denn das 1:1 gegen Herthas Zweite ist bei 7 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer zu wenig. Wirtschaftlich konnten die Sachsen erst einmal aufatmen. Der Insolvenzantrag sei, so der Verein, vom Tisch. Durch die Bürgschaft, die Stadionchef Michael Kömmel beim DFB hinterlegt hatte, können die 100.000 Euro Schulden beim Finanzamt beglichen werden. Wir haben was im Topf und das werden wir mit dem Finanzamt dann klären und dann entsprechende Vereinbarungen treffen. Und ich bin also nicht nur zuversichtlich, eigentlich ziemlich sicher, dass wir das dann auch erledigt haben. Aber dem FC Sachsen sitzen noch andere Gläubiger am Nacken. Würden alle auf ihr Geld bestehen, wäre der Verein nicht mehr zu retten. Die Verantwortlichen des FC Sachsen wollten sich heute nicht zur aktuellen Situation vor der Kamera äußern. Man führe den ganzen Tag intensive Gespräche mit den Partnern des Vereins, um vielleicht doch noch Wege aus der Krise zu finden. Eines scheint jedenfalls sicher. Im Umfeld des Vereins wurde ja immer wieder gemunkelt, da der Abstieg sportlich kaum noch zu verhindern sei, solle man die Insolvenz doch über sich ergehen lassen. Und dann könne man aus der Oberliga heraus frisch entschuldet neu durchstarten. Solchen Planspielen erteilte der Präsident des FC Sachsen, Winfried Lonsen, heute allerdings eine klare Absage.